Hallo Leute, heute ist der 11.12.2020. Ich habe noch immer Seitenstrangina und eine Mittelohrentzündung. Das tut auch noch mal ganz schön weh. Deswegen habe ich Daniel heute zu Hause gelassen. Morgen ist der dritte Tag, an dem ich Antibiotika nehme. Morgen soll es leichter werden. Deswegen hoffe ich, dass Sonja kommt. Oder kommen kann, besser gesagt. Weil mir schon ganz schön langweilig zu Hause ist. Und Daniel habe ich abgesagt. Und dass er nächste Woche kommen kann. Er möchte sein Praktikum bei mir. Seine Probearbeitszeit bei mir natürlich auch machen. Und darüber freue ich mich auch. Aber wenn ich so schwer reden kann, dann wollte ich ihn nicht unbedingt einladen. Weil ich dann die meiste Zeit nichts rede, weil es so weh tut. Und morgen ist es hoffentlich besser. Dann bin ich auch offiziell nicht mehr ansteckbar oder ansteckend. Und das soll Sonja dann schon wiederkommen, wenn sie Zeit und Lust hat. Und sonst war heute nicht viel los. Ich bin um 8 Uhr aufgestanden. Dann wollte ich mich eigentlich wie nach dem Frühstück wieder hinlegen. Und um 7:30. Und dann hat mir Daniel geschrieben, dass er mir was erzählen muss und ob wir nicht SMS schreiben wollen. Und da ich das auf meinem neuen Handy nicht im Bett kann, im Liegen fällt es mir schwer, darauf SMS zu schreiben. Habe ich meine Mutter gebeten, mich wieder aus dem Bett rauszuholen. Und damit ich ihm schreiben kann. Und dann kurz darauf hat er sich aber eh verabschiedet. Und dann wollte ich aber meine Mutter nicht nochmal bitten, mich wieder ins Bett zu legen. Bin also den ganzen Vormittag aufgeblieben. Und liege jetzt schon im Bett. Es ist 18:54 Uhr. Mir tut das Reden und Schlucken extrem weh. Und mein Vater ist ja morgen bei den Massentestungen dabei. Beim Empfang. Er hat heute seinen Corona-Test gemacht. Und ist negativ, also habe ich auch kein Corona. Und meine Mutter auch nicht. Weil meine Mutter fühlt sich jetzt auch krank. Und mein Vater hatte vorher Seitenstrangangina. Es dürfte so ein Virusinfekt sein, der Mutter dann umgeht. Und der Seitenstrangangina und mittlere Entzündung auslöst. Eine bakterielle Geschichte, die leicht ansteckend ist und ja, Pech gehabt, aber auf jeden Fall kein Corona. Und ich hoffe, dass Sonja morgen kommt und dass ich morgen leichter reden kann. Und das ist eigentlich so meine Hoffnung für morgen. Es ist schon ganz schön langweilig. Und ja, ich halte mich heute noch kurz, weil es einfach weh tut, das Reden. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut und ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.